Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mache ich mein erstes YouTube-Video und hier auf dem Kanal werdet ihr auf jeden Fall das Spiel PacyBits Foot 19 sehen. Und das zocke ich dann, da mache ich dann Videos dazu. Ich bin 14 Jahre alt, wenn ihr es wissen wollt, komme aus Bayern. Und ich zocke PacyBits schon seit längerer Zeit. Und dann dachte ich einfach mal, jo, ich könnte ja einen YouTube-Kanal probieren aufzubauen. Und das habe ich dann einfach durchgesetzt. Ein paar Freunde fanden die Idee auch nice, deswegen mache ich das jetzt. Ihr könnt schon im Hintergrund die Startseite sehen von PacyBits. So, wer das Spiel nicht kennt, man macht das so Drafts und es ist eigentlich mit FIFA-Karten von FIFA 19 und so. Jo, mein Handy geht fast aus. Und ja, sowas grob ist es, aber es ist jetzt nicht von FIFA selber, sondern eben von PacyBits. Die haben auch eine Insta-Seite und so, also checkt das Spiel einfach mal aus, ist eigentlich relativ nice, kann ich nur empfehlen. Jo, ich zeige euch jetzt in diesem Video meinen Account, damit ihr versteht, wie weit ich jetzt schon bin, also weil ich spiele es ja schon ein bisschen. Ich habe 2 Millionen Münzen, ist eigentlich relativ viel, finde ich. Glaube ich auch. Also ich kenne mich nicht so gut aus, halt nur mit meinem eigenen Account, aber so die größten Accounts oder so, weiß ich nicht, was das ist. Auf jeden Fall 2 Millionen Münzen. Ich finde, dass es schon ein bisschen ist. Dann meine Karten. Ja. Also hinaus heißt es. Keine Ahnung. Im Vordergrund einfach sage ich euch jetzt mal, ich habe schon alle Totties. Also ich bin bei Duplicates, ja, Lost. Im Vorhinein muss ich sagen, ich habe schon alle Totties gleich entweder gezogen oder mir gekauft mit meinen Münzen da oben. Also gezogen habe ich nämlich Modric, Mbappé habe ich selber gezogen, allerdings den habe ich 5-mal gezogen, Ehre. Und dann habe ich noch Varane gezogen. Und ja, Walker halt eigentlich auch, aber das war die SBC, also kann man nicht so richtig sehen. Die anderen habe ich mir alle gekauft. Jo, und ich warte euch ein extra Video auf jeden Fall schon mal. Wie ihr so viel Coins bekommt, weil da habe ich eine richtig geile Methode herausgefunden. Jetzt zeige ich euch erstmal meine heftigsten Karten, würde ich sagen. Das sind erstmal die Totties hier oben. Jo, Maradona. Die drei Messi-Informs. Da fehlt mir der rote noch. Dann Kanté und Varane Tottin. Und das habt ihr ja schon gesehen, die Totties. Und dann Pelé, Maradona nochmal. Maradona Prime habe ich. Pelé Prime noch nicht, okay. Dann Messi und Ronaldo Champions League. Ronaldo Wants to Watch habe ich. Messi die UCL RW-Karte. Van Dijk Totti, ja, Cristiano Ronaldo Inform, Cristiano Ronaldo und Messi Gold, dann Neymar in Rot und in normalen Inform, Eusebio Prime, Neymar noch in Champions League und Hazard in Rot, dann die SBC-Karten hier von den Ligen-SBCs, da muss ich auf jeden Fall, finde ich, noch mehr SBCs machen, ich bin aber zu faul irgendwie dazu. Da muss ich mich selber ein bisschen pushen. Und dann Lewandowski Inform vom aktuellen COTW. Neymar, Inzaghi Prime, verschiedene Champions League Karten hier, noch Informs. Müller von der Bundesliga SBC. Ehrenmann, ich bin Müller-Fan. Kann ich gleich an dieser Stelle sagen. ja, Lewandowski die Champions League Karte, Nomine Bale die SBC. Hier eine Prime Icon Moments Karte von Scholes. Noch ein Future Star Junior. Hier Man of the Match Sergio Ramos. Icons, Goldkarten, 91er jetzt. Ja, das könnt ihr alles sehen, muss ich ja nicht alles sagen. Hier die noch zwei Optimus Primes. Van Dijk noch vom aktuellen TOTW. Ja, das sind eigentlich so die heftigsten, würde ich sagen. Jetzt kommen die ganzen Goldkarten hier halt. Also Goldkarten habe ich fast alle.
Ich hatte auch mal alle, bis das neue Update rauskam, wo die geupgradeten Karten kamen. Die muss ich jetzt erst noch ziehen wieder. Jo, ich würde sagen, bis 87 zeige ich euch alle Karten, dann ist es so uninteressant. Ich habe viele Informs, viele für Champions Karten. Icons habe ich auch relativ viele. Jo. Hier noch die ganzen Icons 87er, die ganzen Champions League Karten. Es wird halt einfach viel zu viel, wenn man alles zeigt. Ja, das war's jetzt. Jo. Hier noch die zwei geupgradeten Karten, die habe ich schon. Das war's mit den Karten soweit. Dann kann ich euch noch die Duplicates zeigen. Die habe ich leider nicht Duplicate, aber ihr seht schon, wenn ich alle meine Duplicates verkaufen würde, kriege ich 30 Millionen. Das ist schon mal ganz okay. Dann habe ich Messi Inform billig. Hier habe ich ihn. Und Pelé, das sind die heftigsten ein. Und dann noch Messi UCL. Ich wollte euch auf jeden Fall auch sagen, wie ihr an so viele Coins und so kommt, weil ich habe da eine richtig geile Methode rausgefunden. Ja, das sind so die Doppelten, da habe ich jetzt nicht so viele Special-Karten und so. Aber ist okay, finde ich. Jo. Und jo, das war schon mal mit der Seite hier. Dann zeige ich euch einfach noch die Stats. Hier bin ich Division 5. Ich muss sagen, das zocke ich auch nicht mehr so viel. Am Anfang habe ich das irgendwie richtig gesuchtet und jetzt habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Und Versus Club habe ich einfach komplett durchgesuchtet. Da habe ich schon einmal den Division 1 Titel, wie ihr in meinem Badget sehen könnt. Das hier, das rote, das da oben ist. Ah ja, moin. Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal den Titel geholt. Hier kann man traden. Sorry Leute, jetzt auf jeden Fall, dass hier so rumrauscht. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich hoffe, in Zukunft das zu vermeiden. Und das geht jetzt so ungefähr 30, 40 Sekunden. Verzeiht mir das auf jeden Fall. Danke. Ja, das war's mal mit meinem Account, würde ich sagen. Hier noch die SBCs, aber ich denke nicht, dass die euch so hart interessieren. Wenn, dann fragt einfach in den Kommentaren oder so, was euch interessiert. Und ich würde sagen, zum Abschluss ziehen wir jetzt noch die neuen Packs hier. Jo, die mache ich gleich mal auf hier. Vielleicht ziehen wir was Heftiges. Ja, muss ich eine Icon. Ja, ist okay für ein Special Plus Pack. Ich habe sowieso genügend Coins, also das wollte ich mir einfach jeden Tag jetzt gönnen, die Packs. Vielleicht Maldini oder so, Prime. Ja, Ehre. Nee, Cannavaro, okay. Nice, neue Karte. Auch Ehre. Hier eine neue Goldkarte noch. Ist komisch, wenn man jetzt wieder Goldkarte als neu angezeigt kriegt. Ich würde sagen, das zweite Pack machen wir auch gleich hinter auf. Walkout, nee, leider nicht. Dann kann es nicht so gut werden. Ja, Philipp, okay. Ist okay, neue Karte. Geht klar. Der Rest ist eigentlich scheiße, aber passt schon. Jetzt, wir machen noch TOTW-Packs auf. Vielleicht ziehen wir Lewandowski oder so. Oder auch einfach nichts. Mal das, man kennt ihn. Kappa. Jo, hier auch noch Scheiße drin. Kostet. Ja, okay. Positioning Change, aber trotzdem Scheiße. Keine Walkouts hier. Was ist das? Ah, Stuani, wenigstens ein neuer. Ziehe ich auch noch neu. Ziehe ich, heißt der, glaube ich. Komm, ein Walkout muss drin sein. Jawohl, Ehre. Was für eine Flagge wird's? Ja, Italien, ja, Quirale. Nee, Donnarumma, okay. Ja, ist klar. Habe ich, glaube schon, oder? Jo. Ja, passt. Donnarumma doppelt. Kann man vielleicht verkaufen. Weiß ich nicht. Das letzte wird auch noch geöffnet. Kein Walkout, schade. Haben nicht so gegönnt jetzt, finde ich. Dann machen wir nochmal das UCL-Spieler-Pack auf. Und da ist auch kein Walkout drin. Ciao, Leben. Ja, doch nicht alle doppelt hier oben rechts. Nicht, okay. Ja, ich versuche hier mein Glück. Allerdings, die sind halt nie so gut, die Special-Packs. Ja, deswegen ist eigentlich eine Geldverschwendung, wenn man nicht so viele Coins hat, wie ich, finde ich. Oh, sorry für den kleinen Cut hier. Aber ich bin aus Versehen da rechts drauf gekommen, lul. Okay, den geupgradeten Aubameyang auf Ehre. Das finde ich eigentlich relativ nice.
Also ich muss sagen, wenn Cuts hier immer zwischendurch kommen, dann hat mir irgendjemand eine Nachricht gesendet. Und ich muss noch gucken, wie ich das ausstelle. Weil das ist mein erstes Video, ich muss da jetzt erstmal reinkommen und so. Ich würde sagen, wir öffnen die drei Packs jetzt hier noch und dann beenden wir das Video. Okay, kein Walkout, also kein 88er Plus. Ja, 85er Subasic, geht klar, kann man mitnehmen. Geupgradet Thiago, passt. Walker, komm. Ah, schade. Kann nicht so gut werden, aber Laporte, ja, geht klar, 85er. Kann man mitnehmen. Letzte Pack mit dem linken Daumen. Und der bringt mir einen Man of the Match. Milik, nee, wer ist das? Ah, Piatek, man kennt ihn nicht. Ja, drei neue Karten, ist okay. Ehrenhaft. Hier wird es, glaube ich, nochmal ein Pack-Opening mal geben. Aber das mache ich jetzt nicht mehr auf. Schon dauert das Video einfach zu lang. Also, das war's jetzt mit dem Video. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich verbessern soll. Oder ob ihr einen guten Vorschlag für eine App habt, die wie man sein Screen aufnehmen kann. Außer du oder du Rekorder. Und sagt auf jeden Fall, was ich besser machen kann oder was für Videoideen ihr habt oder was ihr sehen wollt. Wäre auf jeden Fall nice. Lasst eine Bewertung da und ein Abo. Danke und ich gehe raus. Ciao.